In immer mehr Geschäftsketten wie zum Beispiel IKEA, McDonald's oder Mikro gibt es heute die Möglichkeit, kontaktlos mit Kreditkarten oder Smartphones zu bezahlen. Dies wird von Banken und Geschäftsketten als eine einfache, sichere und schnelle Bezahlmöglichkeit angepriesen. Im Jahr 2015 äußerte sich der Zukunftsberater Gerd Leonhard zu der Frage, womit in naher Zukunft bargeldlos bezahlt werden wird, folgendermaßen. Viele werden nicht mehr mit Kreditkarte, sondern mit dem Handy bezahlen. Schon jetzt ist aber absehbar, dass das Gerät immer näher an den Körper oder gar in den Körper hineinkommt. Ein solches in den Körper einbaubares Gerät, ein Implantat also, ist beispielsweise ein RFID-Mikrochip, zu Deutsch ein Chip zur Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen. Er funktioniert nach demselben Prinzip wie das kontaktlose Zahlen mit einer Kreditkarte. So ein Chip kann aber, je nach Programmierung, noch weitere Funktionen haben. Entsperren von Türen oder Schlössern, Anmelden bei Computern, Login ohne ein Passwort zu tippen, Handy entsperren und so weiter. An einigen Orten gibt es bereits die Möglichkeit, damit bargeldlos zu bezahlen. In Schweden haben sich laut Medienberichten zum Beispiel über 300 Büroangestellte freiwillig einen Chip implantieren lassen, um sich zum Beispiel bei Türen und Kopiergeräten identifizieren zu können. Laut einem Artikel des Schweizer Mikromagazins vom März 2017 ergab eine globale Studie, dass 70% der befragten Teenager so ein Implantat möchten, falls es ihre digitale Erfahrung im Leben steigert. Soweit so gut, könnte man meinen, sollen doch mit einem implantierten Chip alltägliche Funktionen erleichtert werden. Viele Datenschützer warnen jedoch vor einem möglichen Missbrauch der Informationen auf dem Mikrochip. Annelie Buntenbach, Bundesvorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes und Datenschutzexpertin, sagt: Solche Praktiken sehen wir höchst problematisch. Sie widersprechen dem Persönlichkeitsschutz. Schon jetzt könnten Verhaltensmuster durch Chips auf Personalausweisen, Kreditkarten oder die Handy- und Online-Daten nahezu vollständig erfasst werden. Und die Menschen hätten kaum Einfluss auf die Verwertung. Jetzt auch noch Chips unter der Haut zu tragen, würde diese Erfassung über jede zumutbare Grenze hinaustreiben. Dass enormes Missbrauchpotenzial besteht und dass es nicht bei alltäglichen Funktionen wie den Haustürschlüssel zu ersetzen bleiben wird, macht der Artikel im Mikromagazin klar. Dies sei nur der Anfang, sagt Dr. Patrick Kramer im Interview mit dem Mikromagazin. Er ist Gründer des Hamburger Unternehmens DigiWell Upgrading People, das sich auf das Upgraden, das meint Aufrüsten oder besser Ausstatten von Menschen, spezialisiert hat. Sich selber bezeichnet er als Cyborg, womit ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine gemeint ist. Patrick Kramer experimentiert bereits mit der nächsten Generation von Implantaten, wo der Mensch selbst direkt mit dem Internet verknüpft ist. Bis in 20 Jahren werden wir Gehirnimplantate haben, die am Kortex, das meint Großhirnrinde, sitzen und mein Hirn sozusagen direkt ans Internet anschließen. Die Gehirnleistungsfähigkeit, die heute biologisch begrenzt ist, lässt sich quasi erweitern. Sie hängt dann davon ab, welches Implantat ich verwende. Je nachdem habe ich ein 100- oder ein 1000-fach leistungsfähigeres Hirn. Kramer fasste es wie folgt zusammen. Die Evolution ist zu langsam. Wir helfen ein bisschen nach. Tatsächlich hat es in den letzten Jahren in der Forschung eine ganze Reihe von Versuchen gegeben, Tiere per Funk fernzusteuern. Chinesische Wissenschaftler haben zum Beispiel Cyborg-Ratten geschaffen, die schneller durch ein Labyrinth kommen als ihre natürlichen Verwandten. Diese Ratten haben Elektroden im Hirn, die per Funk mit einem Computer verbunden sind. Damit können Signale aus dem Hirn empfangen, aber auch Signale in das Gehirn der Tiere eingegeben werden. Dem Hirnforscher Professor Jonathan Wallace ist es mit seinem Team gelungen, Entscheidungsprozesse von Affen zu messen. Er geht davon aus, dass es deshalb auch möglich ist, Entscheidungen zu beeinflussen. Noch vor wenigen Jahren hätte es bei so einem angekündigten, massivsten Eingriff in die Evolution von Mensch und Tier jedem den Magen verdreht. Nun schafft es die Mikrozeitung tatsächlich, positiv davon zu berichten, ohne dass ein Aufschrei ihrerseits und der Leserschaft erfolgt.
Wenn es wirklich gelingen sollte, mittels Gehirnimplantate Menschen zu vernetzen und auf deren Empfindungen und Entscheidungen Einfluss zu nehmen, würde das bedeuten, dass diese Personengruppe von außen nach Belieben gesteuert und manipuliert werden könnte. Dem Missbrauch ihrer Gedanken und Entscheidungen wären Tür und Tor geöffnet. Wer kann sicherstellen, dass diese Technologie nicht in falsche Hände gerät oder dass der Eingriff in die Evolution nicht verheerende Nebenwirkungen für Mensch und Tier haben wird? Auch gab Kramer offen zu, dass sich kaum jemand dieser Technologie entziehen können wird. Werden solche Gehirnimplantate dereinst Standard, dürfte man in vielen Teilen der Arbeitswelt ohne diese keine Chance mehr haben. Darauf läuft es also offensichtlich hinaus, dass alle Menschen, die aus was für Gründen auch immer ein fremdgesteuertes Gehirnimplantat ablehnen, von der Arbeitswelt ausgeschlossen werden würden. Alles scheint sich auf folgende zwei Möglichkeiten hinzuentwickeln. Entweder lässt sich der Mensch sozusagen als moderner Sklave in ein zentral gesteuertes System einfügen, oder er wird von der Gesellschaft quasi ausgeschlossen. Jeder, der ein fremdgesteuertes Implantat ablehnt, würde in seiner Existenz bedroht sein. Seit einigen Monaten ist zu beobachten, wie unsere Leitmedien augenscheinlich im Gleichklang für das Implantieren des Radio Frequency Identification Chip, kurz RFID-Chip oder Funkchip, in den menschlichen Körper werben. Hierbei werden die scheinbaren Vorzüge dieser Technik betont. In Fernsehreportagen werden Einsatzbereiche vorgestellt, in denen der Funkchip sinnvoll zu sein scheint, wie zum Beispiel als Patientenarmband im Parkticket, zur Haustieridentifikation, in Fahrscheinen als Zahlungsmittel an der Bar oder Fitnesszentren sowie in der Kleidungs- und Lebensmittellogistik. Sogar Journalisten lassen sich öffentlichkeitswirksam vor laufender Kamera einen RFID-Chip implantieren, offensichtlich, um bei den Zuschauern Hemmschwellen abzubauen. Zielgruppe dieser medialen Meinungsmache sind seit neuestem auch die Kinder. So wirbt der Fernsehsender Kika in seiner Sendereihe Erde an Zukunft für die transhumane Technologie, das meint eine Technologie, in der menschliche Grenzen überwunden werden sollen. In der Sendung Cyborg, halb Mensch, halb Maschine vom 5. März 2016 beschreibt ein kleiner Junge, wie toll es doch wäre, durch Verschmelzung von Mensch und Technologie, was ja genau ein Cyborg ausmacht, mit übermenschlichen Superkräften ausgestattet zu werden. Diese Zukunftsaussichten wertet der Moderator der Sendung, Felix Seibert-Deiker, als ziemlich cool. Er erklärt den Kindern anhand verschiedener Beispiele, wie auch Menschen mit einer Einschränkung, wie zum Beispiel Gehörlosigkeit, Farbenblindheit oder einer Gehbehinderung, durch Verschmelzung mit technischen Hilfsgeräten zu einem Cyborg-Menschen werden und dadurch ihre Einschränkungen ausgleichen können. Aber nicht nur aus medizinischen Gründen scheint laut dem Fernsehsender Kika die Implantierung eines RFID-Chips sinnvoll zu sein. Den Kindern wird nämlich nahegelegt, dass es sich hierbei um einen Trend handle. Ähnlich wie bei einem Tattoo oder Piercing könnten sie sich für ein RFID-Implantat entschließen. Dadurch könnten sie sich in einem Spaß-Cyborg verwandeln, der verschlossene Türen öffnen oder mit dem Handy wichtige Daten übertragen kann. Hierfür müsse man lediglich 18 Jahre alt sein. Für Jüngere brauche es nur die Einverständniserklärung der Eltern, so Moderator Felix. Auf die Frage, wie weit diese Technologie in der Zukunft reichen wird, gibt der personifizierte Computer namens Lisa eine sehr aufschlussreiche Antwort. Mein lieber Felix, die Zukunft wird perfekt. Mensch und Maschine wachsen immer mehr zusammen. Geht einmal etwas kaputt, vielleicht ein Organ oder ein Knochen, ist das überhaupt kein Problem. Wie in der Autowerkstatt gibt es dann einfach ein Ersatzorgan, natürlich ein technisches. Selbst Emotionen werden mittels Sensoren und Minicomputer reguliert. Keine unkontrollierten Wutausbrüche mehr und alles ist fein säuberlich programmiert. Bald wird man zwischen Mensch und Maschine nicht mehr unterscheiden können. Wir beide werden einfach eins. Extra Sensoren wird es geben, die passen auf dich auf, die kontrollieren, ob alles in deinem Körper rund läuft. Selbst kleine geistige Schwächen können wir ausgleichen.
Dafür gibt es dann Mega-Hochleistungsprozessoren im Kopf. Stopp! Was wurde da umworben? Emotionen werden mittels Sensoren und Minicomputer reguliert. Extrasensoren wird es geben, die auf dich aufpassen. Mega-Hochleistungsprozessoren im Kopf? Genau vor dieser Entwicklung warnen doch alternative Aufklärungsmedien bereits seit längerer Zeit. Denn ein integrierter Sensor im menschlichen Organismus hat wegen seiner tumorfördernden Eigenschaft nicht nur aus medizinischer Sicht sehr gefährliche Auswirkungen. Mittels Funkstrahlung soll auch das Verhalten der Menschen manipuliert werden können. Auf dieses Risiko der elektronischen Versklavung wurde in der Kinderreportage aber in gar keiner Weise hingewiesen. Warum aber wird dennoch von den Leitmedien mit solch einer Intensität daran gearbeitet, der Bevölkerung und nun sogar auch den Kindern die Verwendung des RFID-Chips derartig schmackhaft zu machen? In unserer Sendung »Drohende Bargeldabschaffung – ZDF wirbt für die Totalüberwachung per RFID-Chip« vom 6. März 2016 zeigten wir die Agenda der globalen Machtstrategen auf, mit Hilfe der RFID-Technik eine alles umfassende und kontrollierende Eine-Welt-Diktatur aufzubauen. Noch stehen sowohl das im Grundgesetz verankerte Recht auf körperliche Unversehrtheit wie auch die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung dagegen, dass die Implantierung des Funkchip zum allgemeinen Standard wird. Helfen Sie durch das Verbreiten unserer aufklärenden Sendungen mit, dass es so bleibt. Vielen Dank!